Freunde der individuellen automobilen Fortbewegung, seid gegrüßt, Tobi hier. Es ist, wenn ihr mal auf diese Uhr hier guckt, nachts, 10 vor 2, genau die richtige Zeit für mich, um ein Video zu drehen. Für Matthias, der jetzt gerade filmt, nicht so. Aber warum ist es so spät geworden? Wir haben ein kleines Upgrade vorbereitet, um die Videos hier noch ein bisschen besser zu machen. Und das kann man hier sehen. Neon ist Licht 1.0, LED ist Licht 2.0. Und wir testen jetzt mal, ob das funktioniert. Ich drücke jetzt mal auf den Schalter, dann gucken wir mal, ob das Video mehr Licht bekommt. Jetzt machen wir mal das, was eigentlich für das Video hier vorgesehen ist, und das ist da drüben zu sehen. So, und zwar haben wir hier wunderbar viele Sendungen aus den USA bekommen. Unter anderem, wenn wir hier gucken, hier außen, sehr, sehr schwer, auch offensichtlich als ein Paket deklariert, wobei Paket ist eigentlich eine kleine Lachnummer, weil die Dinger sind nämlich tatsächlich so hier angekommen, in diesem Zustand, unverpackt. Das sind ein paar wunderschöne Blattfedern, wie ihr wahrscheinlich schon erkannt haben werdet. Die hier sind aber ein bisschen besonders, weil sie das Auto ein bisschen tiefer machen. Ansonsten haben wir noch drei weitere Pakete bekommen. Einmal in Rollenform und zwei etwas unterschiedlich große Pakete. Das hier ist auch so angekommen. Dann müssen wir mal angucken, warum eigentlich und ob der Inhalt noch komplett ist. Drin sieht es aber ganz gut aus. Und das werden wir jetzt alles feststellen, weil wir packen jetzt nämlich das Ganze mal aus. Und da freue ich mich total drauf. Cool ist, dass heute ein paar Sachen aus den USA angekommen sind. Wie man schön sehen kann, sind das sehr, sehr interessante Pakete. Nicht so cool ist, dass das eine Paket so aussieht und ein bisschen aufgerissen ist. Wir gucken da gleich mal rein und gucken mal, was da alles drin ist. Aber ich bin mir nicht ganz so sicher, ob da noch alles drin ist, was da mal drin war. Und das könnte ein kleines Problem werden. Blöderweise besteht die Sendung hier eigentlich aus 5 Paketen und nicht aus 3. Die anderen beiden fehlen noch, deswegen kann ich nicht mal genau abgleichen, was los ist. Hier sieht es auch so aus, als ob das Ding schon mal offen gewesen ist. Also gucken wir mal. Aber immerhin, Post aus Amerika, kann man das sehen, Employee, tralala. Natürlich über Stackery, also die ganzen Sachen hier, die da drin sind, sind alle gesammelt worden und sind dann über Stackery verschickt worden. Dadurch habe ich nochmal relativ viel Versandkosten gespart. Nichtsdestotrotz waren die Versandkosten relativ hoch. Ich glaube, die 5 Pakete insgesamt haben ein Gewicht von ungefähr 100 Kilo. Und die Versandkosten waren bei 450 Euro, irgendwas in dem Dreh. Also ein Schnapper ist die Nummer nicht. Aber wenn ich die Sachen alle einzeln gekauft hätte, die hier drin sind, wäre ich bei über einem Tausender gewesen. Also trotzdem immer noch mal 500 Euro gespart. Leider gibt es die Sachen alle nicht in Europa. Deswegen blieb nur der Kauf über die USA. Die Vorbereitung geht natürlich auch weiter. Das hier sind ein paar schnieke kleine 3D-Drucke, die mein 3D-Drucker gezaubert hat. Wie man schön sehen kann, sind hier unten zwei so eine kleine Bohrung drin. Hier oben sind Haken dran und eine Öffnung. Wofür ist das Ganze? Das hier ist ein Lampensockel. Das hier sind LEDs, und zwar noch und nöcher, auf einer Lampe. Und davon habe ich noch ganz, ganz viele. Die anderen sehen ein bisschen anders aus. Gleiches Funktionsprinzip. Und die sollen dafür sorgen, dass in dieser Halle hier demnächst mehr Licht ist. Weil ohne Licht kann man nämlich ganz schlecht arbeiten. Und deswegen wird jetzt, ups, dieser Sockel hier mit dem verbunden, also man sieht schön, die Bohrungen hier sind genau dafür da, dass diese noch auszubohrenden Öffnungen da drauf passen. Natürlich kommt hier das Kabel durch, wird dann hier angeschlossen. Und dann kann man mit zwei Seilen oder zwei Ketten oder was auch immer das Ganze oben aufhängen. Wichtig, zwei, damit es nicht so doll pendelt, wenn hier mal ein bisschen Wind in der Bude ist. So, das machen wir jetzt mal ganz kurz. Jetzt müssen wir erstmal schnell was machen, was total wichtig ist für das Thema Video und Film. Wir machen ja ganz viel im Bereich Auto, aber die Werkstatt hier ist zwar ganz gut eingerichtet, aber für Videos irgendwie nicht so ganz optimal. Das liegt daran, dass wir eigentlich zu wenig Licht haben. Wir können es mal kurz zeigen. Wir haben oben so eine hässlichen Leuchterröhren. Dazu kommt noch, jetzt gehe ich mal hier rüber, dass wir da oben so eine hässliche Leuchterröhren haben, die auch manche Lichtfarbe haben. Die sind zwar ganz okay, um am Auto zu schrauben, also ich sehe auf jeden Fall genug, zur Not nehme ich halt eine Handlampe, aber für Videos ist es auf jeden Fall nicht ideal. Deswegen können wir jetzt hier mal rüber gehen. Hier ist ein E27-Sockel drin, schrauben wir hier drauf. Jetzt hatte ich natürlich das Problem, die sind ja eigentlich dafür gedacht, also erstmal haben die ein total beschissenes Gewinde, aber eigentlich sind die dafür gedacht, um die unter die Decke runterzuschrauben, damit die Lampe daran hält. Wir haben jetzt hier aber eine ganz andere Anwendung. Ich habe keine vernünftigen Sockel gefunden, die da passen würden. Also haben wir kurz mit einem 3D-Drucker diese Teile gedruckt, also ich habe die entworfen und dann einfach gedruckt. Jetzt haben wir hier ein paar Haken angemacht. Jetzt schrauben wir das Ganze. Wie man sehen kann, sind hier zwei Befestigungspunkte. Und hier sind die entsprechenden Bohrungen drin. Jetzt können wir das Ganze hier da drauf schrauben. Das passt genau da rein. Und dann können wir die Lampe so unter die Decke hängen. Und der Raum hier hat, ich glaube, 6,50 Meter Höhe oder so. Wird spaßig. Ich habe keine Höhenangst, aber wir haben kein ideales Equipment. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht. Mit ein bisschen mehr Licht.
total spannend, das Ganze hier, auch für mich. Ich bin wirklich nicht sicher, was hier alles drin ist. Wir gucken jetzt einfach mal. Aber hier das Paket, ich kann es mal verraten, ist relativ schwer. Ah, das verrät einiges. Beltec. Beltec ist ein amerikanischer, US-amerikanischer Hersteller für Tieferlegungsfedern und ähnliche Produkte. Und soviel ich weiß, gehört er zur KW-Gruppe. Das heißt also, eigentlich steht KW Automotive, also der bekannte Hersteller von Gewindefahrwerken, dahinter. Interessant ist, dass in dem Paket Holz mit drin ist. Und was man jetzt eigentlich sehen kann, wenn man hier ein bisschen wühlt und gräbt, ist einmal Befestigungsmaterial, aber hier, ich kann mal ein bisschen das freilegen, das hier sind sogenannte Dropspindeln. Das heißt, das sind also Axtschenkel. Und ich komme jetzt hier nicht ran. Müssen wir jetzt mal, oder nehme ich mal einen raus? Nehmen wir einen raus. Wie man schön sehen kann, das hier ist ein Axtschenkel. Hier ist also die Spindel, also das heißt der, wie nennt man das eigentlich? Ist das ein Teil von der Radnarbe? Hier ist auf jeden Fall das Rad dran befestigt, also der Radträger sozusagen. Und dann ist hier die Spurstange dran und die Querlenker und so weiter. Und Drop-Spindel bedeutet, also Drop heißt tieferlegen. Das ist also eine Tieferlegungsspindel, die das Rad an der Vorderachse ein Stück tiefer legt. Werde ich dann nochmal erklären, wie es genau funktioniert. Also interessant auf jeden Fall, in diesem Paket hier sind ein paar Drop-Spindeln mit Holzplatten verpackt. So, jetzt tun wir das Ding mal beiseite. Weiter geht's. Gucken wir uns erstmal die Rolle an. Ich glaube, ich weiß, was in der Rolle drin ist. Die Rolle ist nicht ganz so... Irgendwo habe ich auch gesehen, die Rolle war schon auf. Also müssen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob der Zoll da reingeguckt hat oder ob die beim Versand aufgegangen ist. Aber in dieser schönen Rolle hier sollten eigentlich Teile drin sein, die zwar auch der Optik dienen, aber weniger dem Tuning als einfach nur der besseren Optik selber. Das sind nämlich hier, wie nennt sich das auf Englisch, heißt das Weather Stripping. Also das ist Türschachtleisten, heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Und das sind halt diese Gummiprofile. Also kann man hier ganz gut sehen, das sind halt die Teile, die um die Fenster rum sind. In dem Fall nagelneu, aus Asien und sehen garantiert besser aus als die porösen Teile, die am Auto dran sind. Hier haben wir 4 Stück. Gucken wir mal, ob das soweit passt. So, jetzt kommen wir mal zu dem großen Paket. Und jetzt wird's spannend. Also, wie gesagt, wie man sieht, es ist defekt angeliefert worden. Aber jetzt gucken wir mal, ob der Rest und der Inhalt in Ordnung sind. Okay, ich muss, glaube ich, jetzt auch mal nach vorne kommen, weil sonst fällt hier nämlich irgendwas raus. So, okay. Jetzt kommen die coolen Sachen. Das erste, was man hier sehen kann, sind ein paar Chromteile. Die Chromteile haben nicht nur durch Zufall die Form eines Radlaufbogens. Es sind nämlich tatsächlich Verkleidungen für Radlaufbögen, die nochmal etwas aufbauen auf dem Kotflügel. Und ungefähr, ich weiß nicht genau, ich glaube 1 Inch oder 1,5 Inch, also was sind das, so 25 mm, 30 mm mehr Radabdeckung bringen. Die Amis fahren die Dinger eigentlich nur, weil sie Bock drauf haben, weil Chrom einfach cool aussieht an den Autos. Wir fahren die hauptsächlich auch, weil wir versuchen ja, einen TÜV-gerechten Umbau zu bauen und dafür natürlich eine Radabdeckung brauchen. Die Dinger muss ich mir nochmal angucken, weil die sind jetzt natürlich hier in dem Paket drin gewesen. Da irgendwelche Beulen dran sind oder so, was bei Chrom immer nicht so geil ist. Aber die sehen erstmal noch ganz gut aus. So, gucken wir mal weiter. Das hier ist jetzt ausgerechnet mal nicht fürs Projekt D21, aber trotzdem interessant, glaube ich, für einige. Weil das ist nämlich für ein Caprice. Komplett neue Spurstangenteile, die komplett verschlissene Teile an der Vorderachse ersetzen sollen. Der Caprice, wie ja viele wissen, ist ein Airride-Umbau. Ich hab das ganze Fahrwerk selber gebaut beim Caprice. Und das ist so, dass dann ein bisschen die Teile stärker verschleißen können. Das hier sind sogenannte Heavy-Duty-Teile. Das heißt also eine ganze Lenkgeometrie, die stark verstärkt ist. Und die kommt auf jeden Fall in den Caprice. Also kleine Ausnahme, nicht alles in der Paket hier ist für den D21, aber fast alles. So, das hier sind alles Teile von dieser Lenkung. Wird noch mehr. Und noch mehr. So, das müsste es eigentlich sein. Die Lenkung, falls sich einige wundern, besteht aus ganz verschiedenen Komponenten. Da ist ein Idlerarm, das ist ein Teil, was an einer Karosserie festgebaut ist. Und der Rest ist irgendwie, sind diese mittlere Spurstange, äußere Spurstangen und so weiter. Deswegen so viele Teile. So, was haben wir hier? Ah, jetzt kommen wir wieder zurück zum D21. Das hier
auch von Beltec, also auch diese Tochterfirma. Und hier drin, kann man schön sehen, sind sogenannte Lowering Blocks. Und der ein oder andere, der solche Blöcke kennt, die sind also dafür da, um die Hinterachse innerhalb der Blattfeder ein Stück nach oben zu schieben. Meistens sind die so 1,5 cm bis 2 cm hoch. Das hier ist sozusagen die Ridiculous Variante, also die lächerlich hohe, extrem. Und ja, also wir werden das Ding richtig tief machen. Ich muss mal gucken, ich hoffe, es liegt nicht mit dem Rahmen auf dem Boden, ohne dass Luft in den Bälgen drin ist. Müssen wir mal gucken. Also auf jeden Fall freue ich mich sehr über diese Blöcke, die da sind, also D21. So, was haben wir hier? Energy Suspensions. Energy Suspensions ist eine Firma aus den USA, die darauf spezialisiert ist, Polyurethan-Bushings, also Buchsen aus PU zu fertigen. Und wie man hier schön sehen kann, ist genau das drin, was auf der Packung draufsteht. Lauter Fahrwerksteile, Buchsen, alles für den D21, alles, um das Ganze haltbarer zu machen. Und ein kompletter Satz Polyurethan-Buchsen. So, wir arbeiten uns jetzt mal langsam durch. Keine Ahnung, was hier drin ist. Ah, doch, ich glaube, ich weiß, was da drin ist. So, das hier ist ganz cool, kommt auch aus Asien, ist auch ein Teil, was das Ganze ersetzt. Wo ist der Cutter? Jetzt habe ich den Cutter weggelegt. Egal. Muss auch so gehen. Eigentlich relativ selbsterklärend das Ganze. Kann man schön sehen. Das hier ist ein Scheinwerfergehäuse. Und das ist ja so, das Auto, was wir haben, der D21, ist ja, hat die Front von einem Nissan Terrano. Wir werden das jetzt mal einblenden. Der Nissan Terrano ist in Deutschland ja total populär, aber das Lustige ist, die Amerikaner bauen ihre D21 Pickups auf diese Terrano-Front um. Mir gefällt es aber nicht, weil wir ja überall mit diesen Terranos immer rumgefahren sind. Terrano 1 ist es, um genau zu sein. Deswegen habe ich beschlossen, ich baue das Ganze um auf die amerikanische Front. Geht ganz cool, weil das Auto hat keine EU-Zulassung, sondern ist eine Einzelabnahme. Und das Auto ist ein Import. Deswegen habe ich so einen schönen Passus im Fahrzeugschein drin. Da steht drin, dass die lichttechnische Einrichtung eine In-Etwa-Wirkung haben muss. Die Scheinwerfer sind davon ausgenommen von dieser ganzen Geschichte. Das haben die damals wahrscheinlich gemacht, weil Scheinwerfer einfach extrem wichtig sind und essentiell für den Fahrbetrieb. Deswegen ist das ganze Ding auf Terrano-Front umgebaut worden. Es war nämlich ursprünglich mal so eine Front hier dran. Warum baue ich das Ganze jetzt zurück, ohne diese Regelung zu beachten? Ganz einfach, weil es gibt mittlerweile Scheinwerfer, die diese Form hier haben, auf LED-Basis mit dem Prüfzeichen für PKW. Das heißt also, wir werden auf die US-Front umrüsten, wieder die Oldschool-Variante mit diesen, ich glaube, die heißen 4x5s oder so, oder 6x7, 4x7, 5x7, ich weiß nicht. Also es ist auf jeden Fall ein Inchmaß für diese Abmessung hier von den Scheinwerfern, weil die eigentlich rechteckig sind. Und die gibt es mittlerweile auf LED-Basis. Und das ist mein großer Plan. Dafür sind diese neuen Bezel, also diese neuen Behausung, ich weiß immer nur noch die englischen Begriffe, ist echt ein bisschen peinlich. Also dieser neue Scheinwerferhalter ist auf jeden Fall dafür da. So, jetzt gucken wir mal weiter, was wir noch so haben. So, auch hier, ne, das ist jetzt nochmal wieder Teile aus Asien. Das ist tatsächlich so ein bisschen Wartungsarbeiten oder Maintenance. Wie heißt denn das? Weather Stripping wieder auf Englisch. Also das sind Türdichtungen. Genau. Türdichtungen sind das. Ganz simpel. Aber eben frisch und neu. So, das hier ist ein großer Karton für einen Kumpel von mir, wo er sich wundern wird, weil das ist ein American Retro Lenkrad. Können wir jetzt leider nicht reingucken, weil, also ich frage ihn mal, ob wir das noch machen können, wenn er es abholt. Dann werde ich das nachreichen, dann werden wir es jetzt einblenden. Aber ich kann jetzt nicht einfach so da reingucken, weil es nicht seins ist. Also, das stellen wir jetzt auf jeden Fall mal zur Seite, damit es sicher ist. Und jetzt gucken wir nochmal, letztes Teil in diesen großen Karton hier. Ah, ich habe meinen Cutter wieder gefunden. Ist von DHL. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Nicht mal einen blassen Schimmer momentan. Es ist einfach nur... Nee, das kann nicht sein, dass das Blanko ist. Es sind Schrauben. Total unspektakulär. Keine Ahnung, wofür die sind. Wahrscheinlich, ich nehme mal an, dass die für die Dichtung sind oder so.
Weil das war so eine komische Story, dass da irgendwas nachgeschickt wurde. Und das kann sein, dass das für die Dichtung ist. Also, so viel zu den Paketen. Jetzt muss ich erst mal gucken, weil ich natürlich tonnenweise Sachen bestellt habe, ob das tatsächlich alles ist, was ich bestellt habe oder irgendwas flöten gegangen ist. Aber ich freue mich total über die Dropspindeln auf jeden Fall. Ich freue mich total über diese Blattfedern, Tieferlegungsblattfedern. Ich freue mich darauf, beim Caprice die Vorderachse überarbeiten zu können, was für mich super wichtig ist, weil ich ehrlich gesagt mit dem Auto zum Ende der Saison 2020 nicht mehr gefahren bin, weil ich wusste, dass einfach zu viel Spiel in der Lenkung ist und dass mir das nicht gefallen hat. Also, das sind alles so eine coolen Teile. Ich freue mich natürlich auch über die Chromgeschichten hier. Das ist auch nochmal so eine ganz coole Geschichte. Also diese Chrom-Zierradläufe, mega cool. Wir bauen ja auf die verbreiterten Terrano-Kotflügel um. Also man muss wissen, beim Pickup sind schmale Kotflügel eigentlich verbaut oder schmalere bei den Zweiradantrieben. Und die 4x4-Fahrzeuge vom Terrano zum Beispiel und so, die hatten alle breitere Kotflügel. Die sahen so ein bisschen aus wie beim E30 der M. Die hatten diese bauchigen Kotflügel. Wir bauen um auf diese bauchigen Kotflügel. Das heißt, ich schweiße da komplett neue Kotflügel ein. Und dann muss ich mal gucken, das wird dann die Kunst, zu gucken, dass diese Chromteile auch noch daran passen. Also, auf jeden Fall coole Geschichten. Die Dropspindeln von Beltec sind natürlich auch ein Brüller. Also mal gucken, was die wirklich für einen Effekt haben. Die haben, glaube ich, 2 Zoll oder so. Irgendwas geht es nach unten. Also das sind, ja, steht hier nicht jetzt gerade, oder ich sehe es zumindest jetzt gerade nicht. Das müssten so um die 5 cm sein. 5 cm Tieferlegung alleine durch diese Dropspindeln. Cool. Der Rest, wie gesagt, Wartungsarbeiten. Muss aber auch sein, weil ich habe keinen Bock, dass das Auto nachher cool lackiert ist, tiefer gelegt und eigentlich eine mega geile Funktion hat, inklusive dem Bett natürlich. Aber dann irgendwelche vergammelten, verranzten Dichtungen oder so. Das machen wir auf jeden Fall nicht. So viel zu diesem Unboxing. Freut mich, dass ihr jetzt dabei gewesen seid. In Kürze werden wir zeigen, wie wir diese ganzen Teile hier verbauen. Dann wird es wieder mehr ums Bauen gehen. Ja, vielen Dank für euer Interesse. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao.